Hallo meine lebenswerten Bro-Freunde, willkommen zurück in der Welt von Let's Play Fire Emblem 9 Path of Leck mich am Arsch, Schillens. Das ist ja mal erbstot, aber wissen wir zumindest, wo wir uns hinstellen können. Man kann sie nur noch ein bisschen schubsen. Jawohl, wunderbar, in die richtige Richtung stoßen. Ich glaube, dann weiß ich auch, wo ich meine Arztkünste irgendwie noch anbringen muss. Okay, Lethe bleibt hier unten, du bleibst auch hier unten. Und einer von euch beiden bleibt auch hier unten. Ich würde mal sagen, du da. Das waren keine. Und du vielleicht auch? Nein. Du kannst, hast weite Reichweiten mit Hilfe deines Mächtigen. Moment, ich habe vergessen, ihm, glaube ich, eine gescheitere Waffe zu geben und nicht unbedingt den Langspeer. Oder auch doch. Ich verzichte jetzt mal auf das Beschleunigen. Weil ich pack das Ganze jetzt ein klitzekleines bisschen anders an. Und ja, Moment. Quatsch. Ich hatte gerade überlegt, Moment mal. Mia hat in der letzten Runde ordentlich auf den Sack gekriegt. Oh, schade. Kein Crit. Hat ordentlich auf den Sack gekriegt gegenüber eines dieser Axtritter-Mörder. Und ich hatte gesagt, hey, das ist aber jetzt ein bisschen sehr blöd, weil... Wieso? Moment, ist das wirklich ein... Das ist ein Giftschwert. Ach so, das ist ein Giftschwert. Das ist, ja, okay, würde ich mal sagen. Na, tötet ihn mal mit dem Leichtschwert, Fräulein. Und jetzt muss ich mal gucken, wenn der... Was haben die denn für Angriffswert 19 und ein Antidot? Okay. Angriffswert 19. Angriffswert 25? Okay, ist kein Wunder, dass die so aufs Maul gekriegt hat. Die Frage ist, wie weit kommen die? Okay, die sind in der nächsten Runde noch nicht dran. Okay, dann ist der Untergrund eventuell doch egal. Dann hat sie ihn mit dem Giftschwert aufs Maul gekriegt und ich hab's nicht so ganz gerafft, sag ich jetzt mal. Fürchte ich zumindest. So, um die Situation, die entschärfen wir ja später. Was bedeutet das denn? Eisenlanze nicht mehr benutzt? Ach so, okay, ich habe dieses Symbol unter diesem Eisenlanzen-Dings da gesehen und habe gedacht, was ist da los? Wer ist übler? Eins, zwei... komm, töten wir erstmal den hier, weil der ist mehr in der Nähe der anderen. Und er soll nicht mehr in der Nähe der anderen stehen. Yay. Wobei wir haben natürlich eventuell die Möglichkeit zu gucken. Ja. Geschwindigkeit fehlt mal wieder ganz ordentlich. Das wird, dauert, glaube ich, nicht mehr lange, bis der gedoubled wird. Aber, ja, was soll's. Ach wirklich, du kommst da nicht hin. Hast du einen Langspeer? Triffst du vielleicht auch? Yeah! Er trifft! Boah, zielsicher, dieser Oscar. Habe ich das Gefühl, oder sind die Trefferwahrscheinlichkeiten für diese Wurf- und Nahkampfwaffen relativ bescheiden im Vergleich zu früher? Wir ziehen uns nochmal hier ein bisschen raus. Hat noch irgendjemand hier aufs Maul gekriegt, damit ich heilen kann? Nicht wirklich. Schade. So, was hast du für einen Angriffswert? 23. 28. Und sie hat eine Rüstung von 7. Das bedeutet, das würde sie wohl überleben, glaube ich. Ja, aber ist sie schon, was der Geschwindigkeit ausgeht, ausgemaxt? Ja, ich teste es nochmal, wie das aussieht, wenn sie jetzt... das ist nicht wahr. Oh mein Gott. Ich habe gedacht, das Level-Up ist scheiße. Das Level-Up ist sehr scheiße. Im Vergleich zu eben war das Level-Up unglaublicher Müll. Was heißt zu eben? Ja, ich nehme es gerade ein bisschen im Voraus auf. Muss ich zu meiner Schande gestehen. Es ist keine Schande, das gestehen zu müssen. So, wie weit... Ah, das ist, glaube ich, ganz brauchbar. Boah, ey. Das sind Werte. Und, Moment, die hat noch 15 Lebenspunkte. Das ist okay. Und dabei sind die Trefferwahrscheinlichkeiten noch nicht mal so abstrus hoch, was das angeht. Wir versuchen ihm mal dann hier das Leben wieder zu entreißen da unten. Die... Ich kann gerade mal was schauen. Gut, du hast es zumindest... Zumindest konntest du es aushalten, eben diesen Treffer zu kassieren. Gut, ist nur interessant, wie wir dich da irgendwie wegschleppen. So. Aber sehr gut, mit dem Messer schlitzen wir ihm noch ein neues Loch in den Bauch. Moment mal. Moment mal. Ist es so? Moment. Ja, wenigstens ist das brauchbar. Sind hier gerade nur zwei von denen gespawnt? Normalerweise spawnen dann auch noch ein Gitter. Naja, was soll's. Dann kümmerst du dich um diesen Freund hier. Und die Eisenlanze sollte dazu reichen, auch wenn du den negativen Bonus dazu bekommst.
Okay, stell du dich mal dahin. Das bedeutet, die sind soweit sicher. Sicher, sicher, gut. Dann, Fräulein Jill. Okay. Ja, wir werden die hier mal so ein bisschen einkreisen. Okay, das sollte... Dann kriegt die Jill... Schmerzen! Dann kriegt die... Yay! Dann kriegt die Jill hier den Kill hin. Und ja, das sollte ja mehr oder weniger ein leichtes, mehr oder weniger sein. Das hier so weit aufzuteilen, dass die jetzt so nach und nach ihren Level 20 erreichen. Gut, du wirst dort nicht mehr gebraucht. Das heißt, flieg einfach mal nach hier oben und dann... Sind wir, glaube ich, einigermaßen gut drauf. Okay, ich hoffe, die gehen jetzt nicht beide auf Oscar drauf. Wobei, er hat natürlich die Rüstungswerte, die man braucht, um gegen diese Knaben bestehen zu können. Und er kriegt Level 18. Und deutlich besser, sehr deutlich besser. Stärke wichtig für ihn, da er ein Krieger des... Das kapiere ich nicht. Ist er jetzt auch vergiftet? Haben die... Ich habe mir das noch angeguckt, Stahlaxt. Giftaxt. Ich hasse das. Okay, wir haben noch einen Giftschwerttypen, wir haben Eisenbogentypen. Kommen die hier aus dem Unterholz raus oder was soll das bedeuten? Naja gut, wenn wir langsam voranschreiten, soll mir das wurscht sein. So, du kümmerst dich um die da oben. Und Fräulein Mia, Moment mal, das ist der ganz harte Knochen, oder? Ja, 32%ige Trefferwahrscheinlichkeit und ich habe anscheinend irgendwie immer das Glück... Immer das Glück, dass sie damit treffen. Ich kapiere es nicht. Was soll das? Ich verstehe es nicht. Also... Es tut mir leid, Leute. Es tut mir von Herzen leid. Aber dieses wahnsinnige Pech, was ich damit habe, ich finde ihn mal unterirdisch. Also, tut mir leid, damit kann ich nicht arbeiten. Okay. Nein, haben wir ja noch einen Stall. Ja, wir werden es mal unser Glück dort austesten. Ja, sehr schön. Unser Glück haben wir ausgetestet. Dann muss ich zumindest nicht darauf... okay, kessel den einfach mal mit ein. Dann ist der Untergrund mehr oder weniger wurscht, denke ich. So. Level, ich hoffe, er geht auf... Man wird wahrscheinlich nicht auf Mia losgehen, aber was soll's. So. Du gehst mal hier auf die andere Seite. Ike geht mal einen Schritt nach vorn. So, und der kommt an meinen Dings nicht ran. Du deckst mal den Ike für den Fall der Fälle, dass er auf den losgehen möchte. So, die Tür ziehen wir nach. Und dann kann der Bogenschütze dort auf Brom losgehen. Ja. Yeah. Schade, dass Brom tatsächlich... Ach, was macht er auch wieder? Wie viel Schaden, dieser Bogenschütze? Der Grund, ich muss eines vorweg sagen. Ich nehme diese Folge hier direkt am Anschluss der letzten Folge auf. Ach, na... Ah, wunderbar. Gut, dann kann sich die Mia mal rächen. Ich möchte die auch unbedingt auf Level 20 bringen. Also, wenn sie... darauf ausgewiesen ist oder angewiesen ist, durch Ausweichen Schaden zu mitigieren und es aber nicht hinkriegt, auf dieser Stufe, sag ich jetzt mal, dann weiß ich auch nicht mehr. Das reicht vollkommen aus. Okay, töten wir ihn endgültig. Wunderbar. Oh! Aber zumindest hat mein Heiler genug zu tun an dieser Stelle. So, Windung. Der Oscar, der sieht ganz ungesund an dieser Stelle aus. Weil vergiftet. Hätte ich vielleicht doch Eier mitnehmen sollen, aber hinterher ist man immer schlauer. Gut, dann lassen wir die beiden hier auch auf uns zukommen. Hier steht da vorne. Das sind auch... Moment, das ist ein Giftschwert und Eisenbogen. Dann... Ja, werde ich mal dafür sorgen, dass Nifini sich da hinstellt. Und die können auch noch vergiftet werden. Was ich im Vorgänger cooler fand, war, dass die, ja, diese Vergiftung... Oder die Waffen, die Vergiftung verursachen, eine extrem schlechte Trefferwahrscheinlichkeit aufgewiesen haben. Nachteil dadurch ergeben. Und das fand ich doch wesentlich besser und angenehmer. Bogenschützen haben wir jetzt... Ach doch, da vorne ist ein Bogenschütze. Okay, da sie das den Schild ausgerüstet hat, werde ich sie mal hier hinstellen. Einfach mal als Unterstützung, falls er hier noch Hilfe braucht. Dann kannst du ein bisschen nach vorne. Und dann werde ich diese Linie hier einfach mal weiterverfolgen. Moment, ein Stückchen zu weit, wobei Lethe, ich hoffe, da kommt von hinten jetzt nicht mehr viel, weil Lethe ja bald auch wieder zurückkehrt in den Modus des Menschlichseins. Wirklich? Wirklich, Spiel, wirklich? Was soll's? Ja, das würde es mich jetzt in irgendeiner Form überraschen. Oh, kein Schaden, aber es ist wahrscheinlich wieder der Gift-User und das bedeutet, sie ist vergiftet. Ich finde es irgendwie völlig kacke. Also, dieses...
dieses Gehabe, nenne ich es jetzt mal. Also trotz dessen, dass sie keinen Schaden macht, würde ja eigentlich bedeutet es ja, Gift macht dann Schaden, wenn es irgendwie in die Blutbahn läuft. Aber wenn kein Schaden kommt und es dadurch nicht in die Blutbahn läuft, macht es trotzdem Schaden. Ich verstehe es nicht. Bist du so... Wie viel Stärke hast du eigentlich, Fräulein? 13. Okay, hätte dich irgendwie besser in Erinnerung. Egal. Wir machen dafür Crit. Yay! Stärke, 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 bitte, Dame. Jawohl, es geht doch. Wir sind viel besser als Ike. Und wir wissen es. Okay, ihr seid beide Level 18. Ah, das wird mir angezeigt, wie viele Züge die Vergiftung noch hält, oder? Ja, wir töten erstmal den hier. Obwohl, nee, es ist schon völlig in Ordnung. Wir brauchen einen mächtigen Knaben an unserer Seite. Okay. Dann, ja, mache ich es mal folgendermaßen. Ich bekomme Eisen... Na, schade. Eisenlanze hilft natürlich dagegen jetzt mal ganz genau gar nicht. Aber da strecket er ihn völlig hernieder. Und ist... Was? Hat sie eine Fähigkeit? Nee. Haben mich gerade verguckt oder was? Scheiße. 18. Fräulein, dann darf Fräulein Nefini da den Todesstoß. Hab ich mich da verguckt? War das umgekehrt? Also, habe ich zwei Zahlen vertauscht? Na schade, dafür kann Brom jetzt gleich weiterkämpfen. Schade, irgendwie sind sie so schwach. Naja, vielleicht, wenn sie ihr Klassen-Upgrade haben, bekommen sie genug Stärke oder sowas dazu, dass sie die Stahldinger gescheit tragen können. Also, sobald sie die Stahlwaffen ohne Gewichtsverlust zu tragen können, ist das... Das ist das, was ich momentan hier sehr... Was ist denn... Oh, nee, das ist ein Langspeer-Typ. Stahllanze, Langspeer. Okay. Jetzt gerade vermisse ich dann doch Iliana, weil sie ganz gut ist gegen diese Rüstungsheinis da vorne. Egal, lassen wir die Rüstungsheinis zu uns kommen. Das ist natürlich blöd. Ich hatte jetzt drauf spekuliert, dass der Bronn sich mit beiden anlegt und der kommt nicht nah genug ran. Egal. Nein, ich hätte es gut gebrauchen können, Fräulein. Ist das Schadensspektrum random, was die Vergiftung verursacht, oder hat das mit irgendwas anderem zu tun? Nun ja. Dann gucken wir mal. Stahllanze, 2x8, das sind 16. Und hier vorne, 5 sind 10. Stahllanze hätte ich vielleicht doch mal. Ach so, okay, dann machen wir hier so eine Combo-Attacke draus. So, einmal du, einmal die, die hier noch gut gelitten. Nee, Quatsch. Es tut mir leid, zu viele Folgen hintereinander aufzunehmen. Sehe unbedingt gerade mein Steckenpferd. Ist das Problem, was heißt das Problem ist, ich habe einen langen Montag und dann hätte ich für den darauffolgenden Tag nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit, noch irgendwas aufzunehmen. Deswegen schmeiße ich jetzt quasi noch diese Folge hinterher, damit ich für den nächsten darauffolgenden Tag noch irgendwas habe. Yay! Level 17, Level 18, gut. Sehr gut. Dann benutze ich dich einfach mal hier. 2x11, 2x14 sind 28. Ja, machen wir das hier mal. So, Peaks Nummer 1. Vorbeigehauen, sehr gut. Und Crit hinterher. Ausgezeichnet. Weißt du was? War schon Level 19. Hätte ich mit Massier mal benutzen sollen. Okay, dann machen wir jetzt mal unsere Flugfraktion, die ein bisschen nach vorne kommt. Eisenlanze. Ein dritter Tod macht 7. 7, das macht 10, sind 20. Das kann ich vollumfänglich akzeptieren. Oh, hat er daneben gepickt. Wobei, ich finde es gerade tatsächlich dann doch ein klitzekleines bisschen schade. Ein klitzekleines bisschen. Nämlich 6 und 6. Was ist mit der... Achso. Moment. Das sind 43. Der Stahllanze sind auch 43. 77. 7. Ja, dann benutzen wir das. Damit treffen wir ein kleines bisschen besser. Ich finde das gerade ehrlich gesagt schon ein klitzekleines bisschen schade, dass es ja zumindest noch kein Giftterrain gibt, wie ich es ursprünglich quasi ein wenig vermutete. So, okay, du bist einigermaßen gut dabei. Dich stellen wir dann also auch mal ein bisschen nach vorne. Ich möchte dich damit auch so langsam Richtung Level 20 bringen. Gut. Nefine, sollten wir dann nochmal ein bisschen genauer, was die Heilung betrifft, begutachten, aber... okay. Aber vorher möchte ich hier meinen Panzermann noch ein bisschen wieder aufpempeln. Pömpeln, warum auch immer, der muss
gleich ordentlich nach vorne eilen. Ob der das schafft, weiß ich noch nicht. Okay, das heißt, der Rest verteile ich mal in diese Richtung hier, zieht dann mal wieder schön nach. Und kann ich den stoßen? Ich kann einen Pferdtyp stoßen. Sau mal wieder eine neue interessante Geschichte. Okay, der kommt. Und sonst niemand. Und das bedeutet, wir sind von Vergiftung befreit. Abgesehen von Nefini natürlich. So. An und für sich eine Mission, die... so schwer finde ich sie nicht, aber ich war dann doch ein bisschen irritiert, dass derartig viel Kraft hinter den Angriffen gelegen hat. Was ist das hier? Wieder ein Stahlbogen. Angriff 20, Angriff 14. Gucken wir mal, was wir hier mit dem Stahlschwert verursachen. Das wären 7 Schaden. Würde sie das über... Der hat mal wieder ein Giftschwert. Nee. Gucken wir mal, was Marcia gegen ihn ausrichten kann. 0 Schaden. Giftschwert. Ja, komm. Wenn sie vergiftet wird, soll mir das halbwegs... Ja, natürlich trifft er. Wieso treffen sie immer? Ich hätte mal nach... Verdammt, ich gucke nie nach, wie hoch die Trefferwahrscheinlichkeit von den Knaben ist. Und du? Wandelst mal hier hinter die Reihen. Nee. Sollte ich mal das Gebüsch aus... auch mal benutzen für mich? Wäre vielleicht mal eine ganz interessante Geschichte, aber... an und für sich sollten meine Leute einigermaßen gut gelevelt sein, dass sie das Ganze hier überleben. Gut. Jill? Werde ich nicht so weit... Moment, ich muss mal gucken, wie die Reichweite von dem jetzt ist. Okay. Möchte sie nicht in die Bogenreichweite setzen. Und was mir bisher noch gar nicht so wirklich aufgefallen ist, ist, dass die Dame eine Laguswacht hier ausgerüstet hat und die reduziert den Schaden von Lagus um die Hälfte. Und ich hatte mich schon gewundert, dass sie so derartig krass, was halt nicht... Achso, Mia könnte ich noch bewegen, aber das lasse ich jetzt gerade lieber mal bleiben. Ich hatte gedacht, die ist derartig krass in der von der Verteidigung her, dass... Ich vergehe immer den gleichen Fehler, habe ich das Gefühl. Naja. Moment. Vergiftung da vorne. Also, ist das wieder ein Scharfschütze? Haben die so wahnsinnig viel? Oh mein Gott. Ihr könnt langsam mal wieder geheilt werden. Stahlbogen. Oh, es ist ein Scharfschütze. Es ist eine erweiterte... Die Gegner haben langsam erweiterte Klassenmesser. Ja, eine besondere Fähigkeit haben die nicht. Aber... Boah, da sollte ich jetzt aber tunlichst drauf achten. Oder hatte der schon wieder einen Crit? Aber das sehe ich so schlecht. Moment. 14% Crit. Wieso wird angezeigt, dass der Stahlbogen so gut gegen sie ist? Ich meine, sie hat doch die Uniwacht. Ja, hat sie. Naja, kann ich jetzt aber auch nichts drauf machen. Entschuldigung. So. Okay, schicken wir mal die... Der hat sich in ein scheiß Gebüsch gestellt. Deswegen ist er sehr, sehr schlecht treffbar. Dann bin ich mal jetzt ganz gewieft. Ich versuche ihn mal da rauszulocken. Oder soll ich das nicht tun? Durch seine hohe Crit-Wahrscheinlichkeit. Aber dann sollte ich... Ich versuche ihn zu zermürben, indem ich Brom mal dahin stelle. Und mit einer... Ja, mit der Eisenlanze ist in die Trefferwahrscheinlichkeit... In die meinem Glücksfall natürlich nicht. Trefferwahrscheinlichkeit höher. Ja. Ansonsten... Hatte ich hier... Ist hier gerade nicht ein Gegner runtergelaufen und hat, auf Lethe drauf... Ach, da ist der! Meine Herren! Wie suche ich denn die ganze Zeit hier? So, Mia, hau ihn nieder! Genau! Sehr gut! Und das bringe ich dann wieder ein Stück näher in das benötigte Level Up. So! Bin mal gespannt, ob ich den Typen aus dem Gebüsch rausholen kann. Ich weiß nicht, was es tut! Ich bin so unvorsichtig hier! Yay! Ich bin unvorsichtig! Aber... Das kostet so viel Zeit, diese Scheißvergiftung. Okay, Oscar. Strecke er ihn... Dann war das so eben hier. Obwohl, schlechte... Okay. Stich zu. Dankeschön, wenigstens etwas. So, das kann ich mit der... Obwohl, auf der anderen Seite hat er sich gerade hier in seine... eigene... Bredouille reingeschafft. Weil er da nicht mehr rauskommt. Und wenn ich jetzt noch... Nein. Wir vergessen den ja schön ein. Der kommt ja nicht mehr raus. Moment, wir müssen keinen angreifen. Ist da. Dann heilen wir hier nochmal rum. Und dann kann er absolut nichts mehr machen. Gar nichts mehr. Finde ich gut. Und er hat fast Level 20 erreicht. Natürlich muss der einen Wurfbeil haben. Der hätte damit einen Vorteil gegenüber Brom. Aber das ist, glaube ich, mehr oder weniger zu vernachlässigen.
So, wir versuchen ihn hier einfach mal zu stellen. Und treffen dafür sogar mal wieder. Und er hat... Oh, er trifft nicht. Haben die auch mal drunter zu leiden. So, der käme noch an die hier ran. Ich guck gerade mal, wie die Lebenspunkte aussehen. Das sieht, denke ich, ganz gut aus. Ja. Jetzt soll ich allerdings noch Ike hier wegstellen, dann bevor er dort getroffen wird. Gut, ja, okay. Dann werden wir die oben da das auch nach und nach mal anlocken. Warum muss jedes Mal, während die Gegner irgendwo hinlaufen, ein Gebüsch in der Nähe stehen? Hä? Warum jedes verdammte Mal? Lass mich raten, das ist wieder ein Giftdings. Ein scheiß Giftschwert, was die wieder zur Verfügung haben. Langsam darf es auch mal gut sein. Wie lange sind die jetzt schon vergiftet? Zwei, okay. Wurfbeil, Typ. Okay, was haben wir denn hier vorne? Soldat. Ah, wenn wir wenigstens statt Soldat da die Klassen stehen würden. Myrmidone, Magier und ein Meisterlanzenhillebardier. Okay, wir versuchen... Oh ja, das Trefferwahrscheinlichkeiten sind auch noch einigermaßen annehmbar, von daher... Kann der Arsch mich mal! Kreuzweise gerade. Gut. Und mit wem töten wir ihn? Ah, komm, mit Oscar. Eisenlanze absolut ausreichen, um ihnen den Gnadenstoß zu geben. Und dann reiten wir mal in Richtung... Oh, wunderbar! Nein, wir reiten nicht in Richtung der Feinde vor. Er ist Level 19, das heißt, die anderen müssen mal nachziehen. Sehr gut, ja, das sind genau die Schwächen gerade ausgeglichen, sehr schön. Wir reiten mal in diese Richtung hier. Hattest du ein Giftschwert? Nee, ein Stahlschwert. Und ein normales Wurfball, gut. Moment. Was hier ist noch vergiftet? Ich muss gerade mal gucken. Du bist noch Level 19. Du bist Level 17. Du bist nur mit denen da beschäftigt. Du hast ein Langschwert. Das heißt, schlecht da eine berittene Einheit reinzusetzen, würde ich mal sagen. Dann besetzt du das Ding mal. Und Eisenlanze ist in Ordnung. Dann... Moment, ich muss gucken, dass der Riss da noch rankommt. Und die Gegner nicht an Riss rankommen. Gut. Dann bewegen wir uns mal zwei Einheiten nach da. Du gehst ins Gebüsch, du heilst sie nochmal, bevor sie hier noch in den nächsten Runden weiter ordentlich Vergiftungsschaden bekommt. Und oh, yeah! Oh, cool, er hat schon seine neue Klasse. Boah, das ging aber flotter, als ich es gerade gedacht habe. Sehr schön! Aber ich habe ihm keine Angriffszauber gegeben. Ganz toll. Mal sehen, er wird jetzt wahrscheinlich die Kraft des Himmels. Es ist Superman, der von der Sonne zehrt. Ja, und im Glanz ist... Und er hat ein nettes Häubchen bekommen. Er hatte vorher kein Häubchen, oder? Jetzt hat er ein Häubchen. Priester. Ui. Okay. Es ist... Ich finde es sehr, sehr schade. Ich habe gedacht, ich könnte jetzt auswählen, was er wird. Ich hoffe, ich bekomme noch die Möglichkeit, ihm eine Waffe oder sowas zu geben. Wenn auch nicht, ist auch egal. So. Okay. Wir haben hier keine Gifthaine, so stell du dich mal ins Gebüsch hier vorne. Fräulein Lied ist bald wieder dabei. Stell du dich mal hier hin und dann werde ich sie auch mal in den Angriff reinschicken. So, ja, komm, hier stell dich mal zur Nähe und guck dir mal an, was sie so in ihrem Schwänzlein wackelt. Da wird, Moment, ich muss da nochmal gucken, 19, 18, 19, 20, 19, ja, lassen wir mal die Gegnerlein zu uns kommen. Auf 8, der muss natürlich doch direkt einen Busch nebenan sein, genau. Ist der Busch für ihn parat. Immer diese... krasse Buschausnutzung. Ich hasse krasse Buschausnutzung, weil ich nie krasse Büsche ausnutze. Irgendwie sind die nicht da, wo ich sie brauche. Und immer da, wo die Gegner sie brauchen. Ja, Geschwindigkeit wäre noch ganz nett gewesen, aber was soll's. Wenn er mal Level 20 Stärke erreicht haben sollte, dann kann er Stahldinger benutzen, ohne dass er Mali auf die oder auf, durch das Gewicht bekommt. Was? Was? Ach du Scheiße! Ich hätte nicht damit gerechnet, dass die proaktiv reagieren. Yay! Och, du liebe Güte. Ach, du Scheiße. Oh mein Gott. Ja. Okay. Da habe ich auch nochmal. Dankeschön. So, kannst du ihn auffressen, bevor er... Nein, kannst du nicht. Ich habe mich effektiv eigentlich aller Möglichkeiten beraubt, aus der Distanz Schaden machen zu können. Okay, dann gehen wir mal dahin. Landspeer. Ja, ich versuche es einfach mal. Okay, vorbei. Aber wir treffen da mal. Sehr schön. Und ein weiteres Level Up. Ich hoffe, ich
kriege mit den Möglichkeiten, die ich habe. Auf Fähigkeit war das, was sie wirklich, was ihr wirklich noch gefehlt hat. Leider Gottes kein, wie heißt es, Schaden, also Stärke dazu. Okay, dann versuchen wir ihn da noch mit anzuhauen. Sehr gut, und dann kann Lethe mal in den Nahkampf, oder? Oder du? Schaffst du ihn? Ja, dann hätte ich Volker zumindest mal auf Level 20. Vielleicht. Ich riskier's. Eigentlich wollte ich Lethe da mal mit reinschicken, aber die darf eventuell da mal die Magier da vorne wegkraxeln lassen. Knackseln lassen. Und ich halte die Meisterlanze. So, kommen die da hin? Leider ja. Dann... Moment, wie machen wir? Erstmal Gebüsch ausnutzen. Eisenlanze. Töte ihn! Jawohl! Endlich ist er nicht mehr. Gut. Waffen. Yay! Wurfball erhalten. Ist das Wurf? Ah, aber gut, wir können das zum Vorrat schicken. Okay, dann schicken wir das Ding mal zum Vorrat. Du bist Level 18, gut. Geh du mal einen Schritt auf Seite. Ich muss meinen Bischof nämlich da mal hinbringen. Und oh, jetzt der kriegt, glaube ich, mit seinen magischen Werten plus 10. Das sind. Was hat er denn jetzt? Wieder 20? Der hat halt 30 Lebenspunkte mit einem Schlag. Shit. Also nicht shit. So, du. Scheiße. Egal, du gehst mal mit nach vorne. Du bist geheilt. Du stellst dich mal mit dahin. Gut. Jill Level 19. Marcia Level 9. Ui, alles Level 19 langsam. Ike Level 20. Oscar Level 19. Das sieht doch sehr, sehr gut aus. Abgesehen vom Bomb natürlich. Aber der darf gleich auch nochmal. Hauptsache, mein Volker überlebt den Schmarrn jetzt gerade. Schneller als Enel. Und wunderbar. So, auch wunderbar. Vergiftung geheilt. Sehr, sehr gut. Okay. Natürlich kann... Na komm, Brom. Das kriegen wir hin, ne? Auch wenn der Blitz in deiner Rüstung dann natürlich irgendwie potenzierende Schadenswirkung hat. Aber wir haben noch einen Wunderheiler bei mir in der Truppe. Ah, oh, sehr schön. Der ist hinüber. Bleibt nur noch ein einziger übrig. Volker, wie viele Erfahrungspunkte fehlen dir noch? Hm, nicht so viele. Kannst du ihn umbringen? Ja, aber wir werden erstmal gucken. Wo habe ich denn Lethe? Lethe! Wo habe ich Lethe hingeparkt? Oscar, Marcia, Nephinemia, Jill... Ah, da ist sie. Ach so, die steht davor, da sehe ich sie nicht. Okay, ich guck erstmal. Wer hat denn jetzt gerade... Ach, Brom war das. Schade, da komme ich jetzt gerade nicht so wirklich hin. Wie viele Bewegungspunkte hast du? Okay, 6. Moment, dann machen wir das folgendermaßen. Du kannst ihn nicht runterstoßen. Okay, dann lassen wir das. Dann kommt Lethe jetzt einmal zum Zipfelmützenmann und beißt herzhaft zu. Shit. Okay, ich sollte vielleicht langsam wirklich mal anfangen, Lethe auch mal mitzuleveln. Falls sie hier jetzt nochmal anfängt, auch... Ne, sie bekommt immer noch nicht allzu gut viele Erfahrungspunkte. Verflucht, da kommen immer mehr. Wie viele Soldaten arbeiten für ihn? Das kann man nicht sagen. Er ist ein Bischof und ein Senator. Und er trägt einen Adelstitel. Das bedeutet, er kann viele Männer requirieren. Wir sollten vielleicht auch Verstärkung anfordern. Was meinst du? Das ist keine schlechte Idee. Wir hätten von Anfang an viel mehr Leute mitnehmen können und tun es nicht, weil... Und während wir warten, gönnen wir uns eine Verschnaufspause und überarbeiten unsere Angriffsstrategie. Das machen wir. Okay. Yay! Ein weiteres Kapitel. Fällig. Fertig. Und die Falken schweben über den Dingen. Müssen wir auch mit ihnen ringen? Was war das für ein Geräusch? Ich habe auch etwas gehört. Es kam aus nordöstlicher Richtung. Ich habe so etwas noch nie vernommen. Nordöstlich? Aha! Da sind Ruinen. Vielleicht denkt der Weiße Prinz, dass er sich dort gut verstecken kann. Lasst uns das überprüfen. Vielleicht finden wir ihn und können flüchten, während die Menschen sich gegenseitig umbringen. Was geht in Menschen vor? Warum versuchen sie sich gegenseitig die Köpfe einzuschlagen? Erfahrungspunkte! Soll ich das untersuchen? Lass sie. Sie stellen nur Probleme dar. Das finde ich auch. Wenn wir dem Scharmützel der Menschen ausweichen wollen, dann müssen wir dort entlang. Durch diese Bäume. Dann los. Ja, Sir. Ja, er hat die Ohren, er hat die Augen. Gut, lasst uns überlegen, wo wir als nächstes hingehen sollen. Wir sollten zu den Ruinen im Nordosten gehen. Ich nehme dort eine starke Präsenz wahr. Eine Präsenz? Es passierte in einem Moment und es war nur ein Flüstern. Nur Lagus sind in der Lage, dieses Flüstern wahrzunehmen. Vielleicht handelt es sich um eine Art Signal. Ein Laut, den wir auch nicht wahrnehmen können. Das ist interessant. Eine Hundepfeife. Sind wir in der Nähe von Storkholm? Man sagt, dass der Clan der Sirenes die Kunst der Galdrar-Magie beherrscht. Zum Glück der Radar-Magie.
Vielleicht hat dieses Geräusch etwas damit zu tun. Galdra-Magie? Was ist das? Sie wird mit arkanen Gesängen, den sogenannten Galdrar, ausgeübt. Die Wirkung von Galdrar auf den Zuhörer ist abhängig von der Melodie und Text. Ein Galdrar. Haben das alle verstanden, dass es Galdrar ist? Galdrar? Kann beispielsweise Stärke und Lebensenergie beim Zuhörer wiederherstellen. Und wenn der Sänger von königlichem Geblüt ist, kann die Wirkung auf den Zuhörer noch außergewöhnlicher sein. Ich habe Geschichten über einen Galdrar gehört, durch den der Zuhörer so schnell wird, dass er die Arbeit von zwei Leuten schaffen kann. Ein Galdrar verleiht viele Kräfte. Was für unglaubliche Kräfte. Ja, doch trotz all ihrer Kräfte wurden sie von den Beorg ausgerottet. Ah. Raya sind auch die Kräfte des Gleichgewichts eingestimmt. Selbst wenn sie damit Widerstand hätten leisten können, bezweifle ich, dass sie ihre Kräfte eingesetzt hätten. Wir brechen sofort auf, sobald unsere Verstärkung eingetroffen ist. Herzog Tanas darf keinen Erfolg haben. Lasst uns den Raya retten, solange wir noch Zeit haben. Verstehe. Lete, warte bitte. Was ist? Das Geräusch in den Ruinen. Danke, dass du mir davon erzählt hast. Schon gut. Es ist doch völlig natürlich, seinen Gefährten zu helfen. Ich könnte es nicht besser ausdrücken. Oh, endlich haben wir mal Reiterei da, auf die wir uns vorbereiteten. Moment mal. Apropos vorbereiten. Ich habe kein Vorbereitungsmenü bisher gehabt. Gibt's das noch? Verfluchte Menschen. Wie können sie es wagen, den Wald erneut zu entweihen? Ich werde ihre Barbarei nicht mehr dulden. Der Wald hat geflüstert, aber ich muss diese Schurken vertreiben, bevor ich weiter zu ihm sprechen kann. Ich gehe zum Altar. Ich werde der verbotenen Magie eine Stimme geben und die Menschen vernichten. Wer? Verstärkt? Ich kann zwei weitere Personen mitnehmen. Das ist gut. Wen nehmen wir denn dann? Okay. Und ich denke, Iliana werden wir mitnehmen. Und ansonsten, ja, Stella levelt eh nach. Ja, okay, machen wir so. Dann haben wir zumindest wieder eine Person, die mal gescheit aus dem Hintergrund agieren kann. Okay, ich kann hier nicht speichern, das ist schade. Aktion, Angriff. Position kann ich auch nicht ändern. Ja, super. Oh, da bleibt aber nichts anderes übrig, als mal einen Angriff hier zu starten. Uiuiui. Da sind sie, die Söldner aus Khmer. Umzingelt sie! Sie müssen alle sterben! Wir werden alle sterben, bald ist es soweit. Die Zeichen sind eindeutig. Hört alle zu, wir müssen es bis zu den Ruinen im Nordosten schaffen. Kämpft, wenn es unausweichlich ist, aber behaltet euer Ziel im Auge. Ike, was ist mit der Verstärkung? Die holen uns schon ein. Wir können nicht länger warten. Verstanden. Ich hoffe, die kommen jetzt bald. Oder wann auch immer. Splunk! Ich hätte Volker etwas später holen sollen. Egal.